Gucken wir trotzdem mal auf die aktuelle Situation. Der Tabellenstand ist nicht rosig, die letzten Ergebnisse haben auch nicht gestimmt. Wie vermeidet man das da, dass man sich davon vielleicht verunsichern oder runterziehen lässt? Ja, es bleibt dann gar nichts anderes übrig. Wir kennen das aus den letzten Jahren leider schon, dass solche Situationen mal kann man nur gemeinsam meistern. Und ja, den Kopf in den Sand stecken bringt einem auch nichts. Deswegen gilt es für uns jetzt einfach, die zwei Spiele mit, ja, mit Selbstvertrauen anzugehen und einfach auch ja, sich nicht zu verstecken und die Siege holen zu wollen. Und dann glaube ich auch, dass uns das gelingen wird. Was erwartet euch denn am Sonnabend für einen Gegner? Wie ist Wien Wiesbaden einzuschätzen? Ja, ich glaube, sie haben viele Gegentore bekommen die Saison. Jetzt die letzten Spiele aber weniger, haben sich mehr auf die Defensive konzentriert, dadurch auch bessere Ergebnisse erzielt. Wird natürlich ein sehr hartes Spiel für uns. Aber ja, nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und wollen den Bock jetzt einfach umstoßen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit.